Georg, sensationelles Ergebnis 1:1 bei Borussia Dortmund. Das kann man zum Jahresausklang so stehen lassen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ich hatte das Gefühl, was vielleicht sogar noch ein bisschen mehr drin, wenn man jetzt gleich das 1:1 bekommen nach der Halbzeit direkt. Ja, großes Lob an die Mannschaft. Wir haben uns an den Plan sehr gut gehalten, den wir uns vorgenommen haben vom Trainer her. Und hat ganz gut funktioniert, finde ich. Wir haben kämpft wie die Wahnsinnigen und jetzt nehmen wir einen guten Punkt mit aus Dortmund. Was habt ihr gemacht, dass das so gut geklappt hat heute? Ja, ich denke, ein großes Kompliment an die Mannschaft, was sie abgerufen hat, welche Disziplin, welche Kampfgeist und Laufbereitschaft. Und darüber hinaus hat man am Ende, wenn auch glücklich, den Sieg vielleicht noch auf dem Fuß. Und wie gesagt, ein großes Kompliment an die Mannschaft, dass sie sich so gewehrt hat, so gut Fußball gespielt hat, so gut gekämpft hat und den Punkt verdient mitgenommen hat. Wie groß ist das Geschenk an euch selber, das ihr euch heute gemacht habt? Ja, ich denke mal, wir haben uns nach der Leistung selber einfach belohnt. Wir haben von der ersten bis zur letzten Minute gekämpft und verdienten Punkt hier geholt. Man hat sich von draußen ein bisschen die Augen gerieben, vor allem wie gut die erste Halbzeit war. Da warst du auch noch draußen. Wie hast du es gesehen? Ja, richtig. Ja. Wir haben richtig frech gekontert. Das, was wir uns auch vorgenommen haben. Wir wussten, welche Räume wir zu bespielen haben. Und das haben wir genutzt. Und wie gesagt, dadurch ist auch das 1:0 für uns entstanden. Ein super herausgespielt und muss man, wie gesagt, großes Kompliment an die Mannschaft, tolle Leistung. Wie ist es denn, vor über 80.000 in der Startelf zu stehen von Beginn an? Das war dein Debüt in der Bundesliga? Mhm. Ja, richtig schlechte Spiele. Allianz Arena im Pokal ausverkauft, hier ausverkauft. Das ist natürlich, ja, Kindheitsträume. Das klingt so nostalgisch, aber das ist wirklich so. Es war echt was Besonderes und ja, macht Lust auf mehr auf jeden Fall. Du warst nach einer Weile jetzt auch mal wieder auf dem Feld gestanden, vor so einer Kulisse. Wie hat sich's angefühlt? Ja, ist natürlich immer toll hier zu spielen. Vor 81.000 ausverkauft, herrlich. Ich glaube, eines der schönsten Stadien in Deutschland und Riesenstimmung hier. Und es ist natürlich schön, wenn man hier was mitnimmt. 18 Punkte jetzt insgesamt unterm Weihnachtsbaum. Die Vorrunde ist noch nicht ganz beendet, kommt noch ein Spiel nach der Winterpause. Aber was siehst du für ein Fazit über die erste Hälfte der Saison? Ja, so wie es jetzt am Ende nochmal lief, können wir optimistisch ins Jahr 2017 gehen und können mit den 18 Punkten zufrieden sein. Einen schönen guten Abend alle miteinander. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Augsburg. Ich begrüße beide Trainer, Manuel Baum für den FC Augsburg und Thomas Tuchel für Borussia Dortmund. Unser ehemaliger Kapitän ist Stefan Reuter ist auch hier. Auch dir ein herzliches Willkommen, Stefan. Ich bitte zunächst unseren Gästetrainer Manuel Baum um seinen Kommentar zum Spiel. Gut, wir sind natürlich total stolz, dass wir hier mit einem Punkt nach Hause fahren. Ich denke, wenn wir die erste Halbzeit anschauen, haben wir es da richtig gut gemacht. Haben es geschafft, die Dortmunder in den Zwischenräumen relativ gut aufzunehmen, sodass sie nicht aufdrehen konnten. Und haben auch es geschafft, den einen oder anderen Konter zu setzen. Insofern bin ich sehr, sehr zufrieden mit der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hat man dann natürlich gemerkt, wenn man so früh ein Tor bekommt, dass dann auf einmal der Kopf beginnt, ein bisschen die Füße zu lähmen. Und das hat man dann auch gemerkt, dass wir es nicht mehr geschafft haben, die Spieler in den Zwischenräumen aufzunehmen. Und wenn man die Qualität der Dortmunder dann eben sieht und die aufdrehen können und auf unsere Abwehrkette rennen, dann wird es natürlich brutal schwierig zu verteidigen. Man muss auch sagen, die haben die ein oder andere große Chance noch gehabt, was sie nicht gemacht haben. Und kurz vor Schluss hätte man vielleicht sogar nur den Lucky Punch setzen können mit der Chance vom Altintop. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, Einstellung überragend von meiner Mannschaft, Laufbereitschaft überragend. Wir sind sehr zufrieden. Vielen Dank, Herr Baum. Thomas, dein Kommentar zum Spiel. Ich denke, wir haben sehr gut begonnen, die ersten 15 Minuten, dann einen völligen Faden verloren. Ist auch nicht ganz klar, wieso, aber kompletten Faden verloren. Wahnsinnig einfache Fehler gemacht, um allein in die gegnerische Hälfte zu kommen. Viele Passfehler, leichte Fouls, nicht gut nachgerückt, wenn wir in die gegnerische Hälfte gespielt haben. Dadurch wenig Zugriff im Gegenpressing und absolut mangelhafte Zweikampfquote und Zweikampfverhalten, dann noch individuell und deshalb über die in der halben Stunde, in der ersten Halbzeit, dann erneut in Rückstand gegangen. Das ist natürlich in der Häufigkeit absoluter Wahnsinn. Ich glaube, das ist das siebte Spiel in Folge, in dem wir in Rückstand gehen. Und in der zweiten Halbzeit dann
finde ich, dann auch nochmal ein gutes Spiel gemacht mit sehr guten Elementen, mit einem sehr guten Beginn. Auch da wieder 15 Minuten, 20 Minuten mit einem tollen Tor zum Ausgleich, einem frühen Tor. Dann hatten wir viele Chancen, viele hochkarätige Chancen und konnten das Tempo aber, finde ich, dann nicht mehr halten. Finde zwischen 65. und 85. Minute war es nicht so zwingend und ab der 85. Minute bis zur 93., 94. wurde es dann nochmal besser und gingen die Räume nochmal auf, haben ein bisschen sauberer gespielt, aber nicht konsequent genug, nicht mit der absolut letzten Verbissenheit Richtung 16er, um das Spiel zu gewinnen. Ein Sieg wäre drin gewesen, wäre wahrscheinlich auch verdient gewesen. Und so ist es wie einfach auch oft in dieser Saison und leider auch zu oft. Kriegen nicht das, was wir uns vorgenommen haben, konstant auf dem Platz und nicht über die ganze Spielzeit und werden regelmäßig dafür bestraft und macht die Aufgabe nicht leichter. Die Reaktionen sind jedes Mal top, aber es ist nicht verboten, auch mal zu Null zu spielen, ein Spiel 1-0 zu gewinnen und Führung zu gehen. Würde die Dinge viel, viel einfacher machen, gelingt es im Moment nicht möglich. Vielen Dank auch dir, Thomas. Ja, auf dem Rasen gab es keinen Gewinner. Unter Ihnen gibt es heute einen Sebastian Ast von der Firma Hawkeye, das richtige Endergebnis und das richtige Halbzeitergebnis und hat die Aral Supercard in der BVB-Edition gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Wir kommen jetzt zu Ihren Fragen. Ich bitte um ein kurzes Handzeichen und wenn Sie die Frage zugeteilt bekommen, um einen kurzen Knopfdruck, wenn die Lampe an Ihrem Mikrofon leuchtet, können Sie dann gern sprechen. Und wir beginnen bei Felix Meininghaus, bitteschön. Herr Tuchel, Sie haben ja schon mal auch, ich glaube, nach dem Spiel in Frankfurt gesagt, diese ewige Wellenbewegung, das war ja heute dann auch zu sehen, auch in Ihrem Fazit. Wie fällt Ihr Fazit so dieser Hinrunde aus, die ja noch gar nicht ganz beendet ist, aber jetzt kurz vor Weihnachten kann man ja schon mal was zu sagen. Wie meinen Sie? Ist noch, wir haben kein Spiel mehr, glaube ich. Doch, aber in der Hinrunde noch eins, ne? So, in Bremen. Okay. Ja gut, die ist jetzt schon beendet. Gefühlt auf jeden Fall. Ich denke, das Spiel heute gibt ganz gut unsere Bundesliga-Hinrunde wieder. So, es sind einfach viele Dinge und viele Minuten immer wieder gut und absolut zu erkennen, was wir wollen und zeigen den nötigen Biss, die nötige Struktur und die, auch die nötige Energie, die du brauchst, um einfach Bundesliga auch erfolgreich zu bestreiten, um konstant erfolgreich zu sein, aber ich würde jetzt beinahe aus dem Bauch heraus sagen, beinahe in jedem Bundesligaspiel, zumindest mal in der deutlichen Mehrzahl, gibt es einfach immer wieder Phasen, in denen wir diese Dinge vermissen lassen, immer unterschiedlich, manchmal sind es technische Schlampigkeiten, manchmal hat man das Gefühl, dass wir etwas schläfrig sind, manchmal ja, sind es taktische Dinge, aber es zieht sich auf jeden Fall durch unsere Saison hindurch und ist ein Bestandteil unseres Spiels. Und wir sind natürlich hinterher, das zu ändern. Und natürlich werden wir nicht locker lassen, daran zu arbeiten. Und natürlich werden wir ab dem 3.1. da auch den nötigen Optimismus und Zuversicht dafür auch entwickeln. Wir brauchen unsere Spieler, wir brauchen die Spieler gesund. Wir brauchen einfach die Konstanz in den Wettkämpfen, die das gewohnt sind, um das Ganze auch zu stabilisieren. Und brauchen einfach auch noch mehr von der Ausstrahlung, von der Verbissenheit, die wir zeigen, wenn wir in Rückstand sind zu Beginn des Spiels und auch während des Spiels, wenn es 0-0 steht. Gibt es weitere Fragen an die beiden Trainer? Bitte schön. Herr Baum, die Mannschaft hat jetzt Urlaub. Wie sieht es bei Ihnen aus? Wie geht es bei Ihnen weiter? Ja, ich habe jetzt auch Urlaub. Das heißt, wir fahren jetzt ganz ruhig nach Augsburg und ab morgen entspannen wir uns ein bisschen und erholen uns. Ich denke mal, Sie werden noch Gespräche haben vor Weihnachten. Ja, natürlich hat man, wenn man im Bus sitzt und nach Hause fährt, das ein oder andere Gespräch. Es geht jetzt mehr um Vertrag. Ach so. Denke, okay. Sie verstehen mich schon. Ich habe Sie schon verstanden, genau. Aber nochmal, uns war ganz wichtig, vor dem Spiel über dieses Thema überhaupt nicht zu reden, weil das bringt einen im Kopf nur ein bisschen durcheinander und man will da nicht drüber nachdenken, man will sich nur mit dem Spiel beschäftigen. Was jetzt kommt, natürlich sprechen wir.
Haben wir das Interview auch beendet? Bitte schön, Ihre Frage. Zwei Spiele. Bitte loslassen, einfach loslassen. Danke. Zwei Spiele, drei Punkte gegen Gladbach, einen Punkt gegen Dortmund. Die bessere Bewerbung gibt es eigentlich? Ja, natürlich ist es super, wenn wir aus den zwei Spielen jetzt vier Punkte holen. Aber nochmal, ich sehe das jetzt nicht als Bewerbung oder irgendwas, sondern es ist die Aufgabe, dass die Mannschaft und wir alle zusammen unser Bestes geben, möglichst viele Punkte holen, und was jetzt kommt, das sehen wir dann. Herr Tuchel, Sie haben deine erste Chance in Bundesliga mit 1. FSV Mainz in einer ähnlichen Weg als Herr Baum gekriegt. In England sieht man es nicht so häufig wie in Deutschland, dass der Trainer von den Nachwuchs in die erste Mannschaft befördert wird. Warum in deiner Meinung läuft das so in Deutschland? Gute Frage. Also ich denke, dass im Grunde da eine zweite Welle entstanden ist. Also nach der ersten Welle der Leistungszentren, die installiert wurden, und da wurden einfach auf einer ganz neuen Ebene und neuen Qualität Spieler ausgebildet. Die sind dann in die Bundesliga gekommen. Es hat einfach eine Zeit gedauert, und irgendwann haben viele Vereine ihre Eigengewächse, viele junge deutsche Spieler, in Deutschland ausgebildete Spieler, dürfen einfach jetzt auch spielen in der zweiten Liga, in der ersten Liga viel, viel mehr. Und darüber dann, nachdem sich das verändert hat, also finde ich die Rekrutierung des Personals, der Spieler, so als klar war, ey, da kommen so gut ausgebildete Spieler aus den Nachwuchsleistungszentren, ist jetzt, glaube ich, so mit einer ganz natürlichen Verzögerung die nächste Welle, dass die Trainer, die verantwortlich sind für die Ausbildung dieser Spieler, dann letztendlich auch die Verantwortung bekommen. Und Sie haben recht, das ist natürlich ein Trend geworden. Und trotzdem gilt es, jeden Einzelfall zu bewerten. Das ist kein Patentrezept. Also entweder es gibt Top-Trainer, die nie in der Jugend waren, es gibt Top-Trainer, die vorher in der Jugend durchlaufen sind, aber natürlich ergibt sich bei der Besetzung des Trainerpostens wenig Überraschungen und wenig auch unliebsame Überraschungen, wenn du auf denjenigen setzt, der in deinem Nachwuchsleistungszentrum trainiert, den du kennst, in dessen Charakter, Mannschaftsführung und Ideen vom Fußball du einschätzen kannst. Ich sehe im Moment keine weiteren Fragen. Doch, da geht der Arm hoch. Dirk Krampe von den Ruhrnachrichten, bitte. Ja, eine Frage an Thomas Tuchel auch noch. Was für die gesamte Mannschaft gilt, gilt vielleicht, glaube ich, auch für Marc Bartra. Gute Momente, aber eben auch viele, in denen er Probleme hat, in denen er vielleicht zu viel will. Woran liegt das bei ihm? Was würden Sie sagen? Und in dem Zusammenhang vielleicht noch eben eine Frage zu Sven Bender. Sie waren sehr froh, dass er wieder da war. Warum haben 4 Tage nicht ausgereicht Pause, dass er heute hätte auf den Anfang an spielen können? Keine Ahnung, es wäre maximal verantwortungslos gewesen, Manni heute aufs Feld zu stehen. Maximal verantwortungslos. Es war schon echt an der Grenze, das zu machen, was wir gemacht haben. Wir haben 55 Minuten Unterzahl gespielt in Hoffenheim. Manni hat kein einziges Freundschaftsspiel gespielt bis dahin. Es war Harakiri in Hoffenheim, und es wäre nochmal maximal verantwortungslos gegenüber Sven gewesen, ihn heute da reinzuschicken. Da ging es in keinster Weise darum, was ich gerne hätte. Es war klar, dass er eine Halbzeit spielen kann, ihn von Beginn an zu bringen und zu wechseln, dass wir eine Halbzeit in der Halbzeit rausnehmen, ist keine Option für einen Abwehrspieler, das wollten wir nicht. Und klar, es ist für Marc sehr schwer, natürlich auch es ist einfach diese Intensität des Trainings, aber auch die Intensität des Spiels in der Bundesliga nicht gewöhnt. Es ist ein Anpassungsprozess, der dauert. Es kommt dazu natürlich sprachliche Probleme, es sind Eingewöhnungszeit, ganz normal, und es ist wahnsinnig ehrgeizig und ein sehr, sehr aufgeschlossener Mensch, der alles sofort perfekt können will und sich wahnsinnig Gedanken macht, wenn das nicht alles klappt. Aber wir müssen anerkennen, dass Marc es auch nicht gewöhnt ist, alle 3 Tage zu spielen und für das Spiel die absolute Verantwortung zu tragen. Und das sieht dann manchmal etwas verkrampft aus, sieht dann manchmal etwas überambitioniert aus, aber es steckt immer ein guter Kern, eine gute Absicht dahinter. Deshalb kriegt er weiterhin volle Unterstützung.
Ich möchte diese Pressekonferenz natürlich nicht beschließen, ohne Ihnen, Ihren Familien, unseren Gästen aus Augsburg und vor allem natürlich unseren Fans ein frohes, friedliches Weihnachtsfest zu wünschen und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2017. Ich wünsche unseren Gästen noch eine gute Heimfahrt. Bedanke mich bei Ihnen. Wir sehen uns wieder im nächsten Jahr. Bis dann. Tschüss.